imagine all the people living for today. Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen Oberbefehlshaber in der Ukraine, Sergei Surovikin, nur 3 Monate nach dessen Amtsantritt abgesetzt. Stattdessen hat nun Valery Gerasimov als Generalstabschef das Kommando über die eingesetzten Truppen übernommen. Surovikin, der für die jüngsten Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur verantwortlich war, wird sein Stellvertreter. Laut dem ISW, dem Institute for the Study of War, sollen Moskaus Bemühungen zur erneuten Truppenaufstockung wohl weitere Offensivoperationen ermöglichen. Es sei unwahrscheinlich, dass Gerasimov, der Russlands Angriffskrieg gebilligt hat, sich Putins Plänen jetzt widersetzen werde. Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass der Umbau der Befehlsstruktur ein Anzeichen für den zunehmenden Ernst der Lage sei, mit der Russland konfrontiert ist. Es sei ein klares Eingeständnis, dass Moskau hinter seinen strategischen Zielen zurückbleibe. Die Briten gehen davon aus, dass mit der Ernennung Gerasimovs eine neue russische Offensive vorbereitet werde. Doch wo könnte diese stattfinden? Nach früheren Einschätzungen des ISW könnten sich Moskaus Truppen auf eine Militäraktion in der Region Luhansk vorbereiten. In den vergangenen Tagen gab es schwere Kämpfe in der Nähe der ostukrainischen Stadt Krimina, wo Russland mit ziemlicher Sicherheit Teile seiner Luftlandetruppen zur Verstärkung der Frontlinie eingesetzt habe. Der Kreml hatte diesen Frontabschnitt als gefährdet eingeschätzt. Eine Prognose des ISW war auch eine russische Invasion von Belarus aus in den Norden der Ukraine, was aber ein Worst-Case-Szenario bleibe. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sei in Belarus ein gemeinsames Manöver der Luftwaffen geplant. Die Stationierung russischer Flugzeuge in dem Land sei aber wohl eher keine Vorbereitung weiterer Militäroperationen gegen die Ukraine. Russland hat zwar zahlreiche Streitkräfte in Belarus stationiert, doch es sei unwahrscheinlich, dass sie eine glaubwürdige Offensivkraft darstellten. Nun also doch. In der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine macht Polen Druck. Nach einem Treffen im ukrainischen Lwiw mit Präsident Selenskyj und dem litauischen Amtskollegen Gitanas Nauseda erklärte Polens Präsident Andrzej Duda am Mittwoch, man habe die Entscheidung getroffen, im Rahmen einer Koalition den Ukrainern Leopard-Kampfpanzer für eine Kompanie zu überlassen. Dafür bedarf es jedoch der Genehmigung Deutschlands, denn die Leopard 2 Kampfpanzer, die geliefert werden sollen, werden dort hergestellt. In Berlin reagierte man auf die Ankündigung Polens zurückhaltend. Die Bundesregierung wird also vermutlich weiter mauern. Doch was könnte der Leopard 2 Panzer der Ukraine im Gefecht für einen Mehrwert liefern? Der Kampfpanzer aus deutscher Produktion wird bereits seit 1978 hergestellt. In dieser Zeit wurden Modelle vielfach optimiert und für ausländische Abnehmer modifiziert. Viele Waffenexperten halten den Leopard-Panzer für den modernsten und hochentwickeltsten der Welt. Deutschlands Bestand an Leopard-2-Kampfpanzern beläuft sich derzeit auf rund 320. Allerdings, zur Besatzung des Leopard 2 gehören 4 Mann, bestehend aus Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer. Die Bodentruppen der Ukrainer operieren derzeit noch überwiegend mit sowjetischen T-Panzermodellen, bei denen die Besatzung aus 3 Mann besteht. Ab dem T-64 ist in diesen Modellen eine Nachlademaschine eingebaut, die den Ladeschützen ersetzt. Ralf Raths, Direktor des Panzermuseums Munster, erklärt in einer YouTube-Videoreihe auf dem offiziellen Kanal des Panzermuseums, Zitat, das bedeutet, dass die Panzer ab dem Modell T-64 sehr tief gehalten werden konnten. So seien sie für Feinde weniger gut sichtbar. Der Leopard 2 Panzer überragt die T-Modelle durch seinen aufgesetzten, selbsttragenden Turm, der in die Wanne eingesetzt ist. Eine 120mm Glattrohrkanone fungiert als Hauptwaffe, zudem gibt es eine Nebenmittelwurfanlage und 2 Maschinengewehre. Der Leopard 2 ist für das Gefecht verbundener Waffen in Zusammenspiel mit dem Schützenpanzer Marder gedacht. Die Lage an der Front rund um die umkämpfte Kleinstadt Soledar in der Region Donetsk spitzt sich weiterhin zu. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß, so sah es hier einmal aus und so sieht es jetzt aus. Zwar sollen die Söldner der Wagner-Gruppe nach den Vorstößen der letzten Tage wahrscheinlich den größten Teil der Stadt unter Kontrolle haben, so das britische Verteidigungsministerium, doch die Kämpfe gehen offenbar weiter und die Ukrainer verteidigen sich, wie auch Präsident Selenskyj bestätigt.
Jetzt versucht der terroristische Staat und seine Propagandisten so zu tun, als ob ein Teil unserer Stadt Soledar, die von den Besatzern fast vollständig zerstört wurde, eine Art russische Errungenschaft sei. Aber die Kämpfe gehen weiter, das Militär hält durch und wir tun, ohne auch nur einen Tag Pause zu machen, alles, um die ukrainische Verteidigung zu stärken. Die Nachricht übermittelt er aus Lviv, wo er sich mit dem polnischen Präsidenten Duda und dem litauischen Staatschef Nausida getroffen hat. Bei den Gesprächen hat sich Polen zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine im Rahmen einer internationalen Koalition bereit erklärt. Kürzlich haben wir beschlossen, dass der Moment für Polen gekommen ist, die Ukraine maßgeblich zu unterstützen. Eine Kompanie Leopard-Panzer wird im Rahmen der Koalitionsbildung übergeben werden. Wie Sie wissen, müssen viele formale Kriterien erfüllt und Abkommen unterzeichnet werden. Was schon nach fast beschlossener Sache klingt, erfordert erstmal die Zustimmung der Bundesregierung, die jedem Reexport des deutschen Fabrikats zustimmen muss. Der Druck auf die Ampel wächst damit, die Grünen sprechen sich für eine Lieferung aus. Ich würde da nochmal einhaken wollen, eben bei dieser Stadt Soledar oder eben auch Bachmut. Man hört davon, dass das auch strategisch deswegen interessant sein soll, weil das da weit verzweigte Tunnelsysteme gibt, in der man dann Panzer oder Waffen auch besser verstecken kann, um sie halt dann für den Nachschub weiter zu organisieren. Es gibt da eine ganze Reihe von Salzstöcken, so wie wir das in Gorleben ja auch kennen. Unterirdische Salzstöcke, weit verzweigt, kilometerlang. Mhm. Und in einer solchen Situation, ja, das kann man als Soldat sagen, spielen natürlich auch Tarn- und Täuschoperationen eine Rolle. Mhm. Und sicherlich ist es ein Vorteil, kann man nutzen, muss man nicht, wenn man dort Waffen verstecken kann, wenn man plötzlich Stärke braucht und holt die dann, die man vorher dort abgestellt hat. Oder aber auch, wenn man irgendwo was unterbringen muss, weil plötzlich der Gegner stärker wird und man muss irgendwas und will dem Gegner was entziehen, dann ist das auch gut zu gebrauchen. Ich sag mal, strategische Bedeutung würde ich dem nicht zumessen. Das ist ein taktischer Vorteil nach meiner Einschätzung und den wollen beide Seiten nutzen. Roland Kater, General AD und Ex-Präsident des Förderkreises Heer. Auch. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke. Sie ist die neue Superwaffe Russlands, die Hyperschallrakete Zircon. Als potenziell tödliche Fracht schickt Kreml-Tyrann Putin sie jetzt um die Welt auf seinem Hightech-Boot, der Admiral Gorschkow. Russland rasselt mit dem Säbel, rüstet auf. Hier sticht die 135 Meter lange und 16 Meter breite Admiral Gorschkow in See. Die Fregatte ist eines der modernsten Kriegsschiffe der Welt, einsetzbar sowohl für Schiffs-, U-Boot- und Flugabwehr. Dank neuester Tarnkappentechnik schwer zu orten und mit den modernsten Waffensystemen ausgerüstet. Jetzt auch mit Putins Lieblingswaffe, der neu entwickelten Hyperschallrakete Zircon. Reichweite mehr als 500 Kilometer, Geschwindigkeit laut russischen Angaben bis zu 9000 km/h. Von der feindlichen Flugabwehr praktisch nicht zu orten. Zwar ist die Rakete konventionell bewaffnet, könne aber auch auf nukleare Sprengköpfe umgerüstet werden. Welche strategische wichtige Bedeutung hat Soledar für den Donbass und für den weiteren Verlauf des Krieges? Sie haben es ja kurz schon angerissen. Also sowohl Soledar als auch Bachmut sind im Prinzip Städte, die an einem großen Verkehrsknotenpunkt liegen, wo sich wichtige Straßen, Eisenbahnen, Stromleitungen und andere Dinge treffen bzw. kreuzen. Das sind also sogenannte Verteilerpunkte. Und wenn ein solcher Verteilerpunkt in die Hände der Russen fällt, dann würde das bedeuten, dass die Versorgung Richtung Nordwesten, Südwesten, Westen
für die Ukrainer deutlich schwieriger wird. Imagina la gente viviendo.